Ja, der Samstalk besteht diesmal aus drei Teilen dieser Einführung hier. Und dann zwei anderen Teilen, wo ganz wichtige Argumente ausgetauscht werden im Sinne der freien Argumentekultur. Also, wir sind bei den höchst schwierigen Themen. Letztendlich müssen wir alles dem Experiment überlassen. Aber freie Argumentekultur heißt, Argumente vorzubringen, warum der eine mehr an den Erfolg des einen Experimentes glaubt, und er kann dann entsprechend damit seinen Argumenten auch werben für Mitmachende für diesen experimentellen Teil. Und der andere kann sagen, warum, welche Argumente er hat, warum er mehr an den Erfolg und die Erfolgschancen eines anderen Experimenteteiles oder eines anderen Unterexperimentes glaubt, und er kann mit diesen Argumenten dann dafür werben. Und in diesem Samstag habe ich eben versucht, dafür zu werben, dass die naturwissenschaftliche Perspektive sagt, wir sollten unsere Lebensenergie auf zwei Dinge beschränken, wenn wir besseres Leben haben wollen. Einmal auf die mögliche politische Lösung, nämlich die Einführung der Gemeinwohlwirtschaft, die quasi dem Schlechtestun der Menschen, dem Überleichengehen der Menschen einen Riegel vorschiebt, indem einfach nur noch Gutes tun finanziell belohnt wird und Schlechtes tun Profite auf Kosten der Menschheit, was das Wesen der Marktwirtschaft ist. Also man könnte sagen, Marktwirtschaft ist das System, das Profite auf Kosten der Menschen erlaubt. Ja, es erlaubt zum Beispiel, dass die Nahrungsindustrie immer billiger herstellt und auch über dieses billiger Herstellen und immer mehr Geschmacksdrogen herstellt, also immer mehr Suchtmittel herstellt, darüber größere Profite erzielt, aber die ganze Weltbevölkerung wird todkrank und wird immer kränklicher und übergewichtiger und chronisch krank dadurch, ne? Das als einziges Beispiel muss genügen, um deutlich zu machen, dass die Marktwirtschaft ein System ist, das Profite auf Kosten der Menschheit erlaubt. Während die Gemeinwohlwirtschaft eben misst, ob dieses Nahrungsunternehmen, ob der Marktleiter, der Supermarktleiter und die Hersteller der einzelnen Produkte, ob sie bewiesenermaßen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner verbessern oder verschlechtern. Und da würde das, was im Moment in der Marktwirtschaft praktiziert wird, meistens durchfallen als Schädigung. Hier unten rechts das rundliche Ding anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Weil ich ja jetzt noch viel langsamer rede. Also, worum es ging es also im Samstalk, weswegen jetzt diese Einführung, ja? Wir müssen uns Folgendes klar sein, dass ich eben werbe dafür, dass man auf die Naturwissenschaft vertrauen sollte, weil sie die entscheidenden Argumente hat, warum all diese Kommune- und Wohngemeinschafts- und Lebensgemeinschaftsprojekte, die zum Beispiel auf aller Welt probiert werden, warum die nicht funktionieren können, weil sie zu sehr unter der Fuchtel der Marktwirtschaft und ihrer vorteilbringenden Irrtümer stehen, und zwar auch unter dem hauptvorteilbringenden Irrtum des Monogamie muss sein. Ja? Wir gestatten die Gruppenehe nicht mehr, wir gestatten nur noch die Monogamie. Die Gesellschaft, die Marktwirtschaft reagiert ja auch sogar allergisch auf die Haremssysteme, die es ja sogar noch in einigen Ländern gibt, weil da auch wieder zu viel Sex gepraktiziert wird. Also, und überall auf der Welt die Neigung, Monogamie muss sein, als zentraler vorteilbringender Irrtum vieler Sparten, der Diktatur der Sparten, die ja die Marktwirtschaft automatisch immer darstellt. Und letztendlich
Ja, ist das das Problem? Und alle Gemeinschaften trauen sich nicht daran, auch nur daran zu denken, die Gruppenehe richtig zu praktizieren. Und dass daran alle diese Gemeinschaftsprojekte scheitern. Und vielleicht ist es sogar das Beste, auf die Gemeinschaftsprojekte völlig zu verzichten, darin gar keine Energie reinzustecken. Das wäre auch ein möglicher Tipp, der daraus resultiert. Und alle Lebensenergie auf die Bekanntwerdung der Partei des Gemeinwohls PDG zu setzen, damit eben sozusagen dann hier PDG, wo ist es? Partei des Gemeinwohls, da müsste es sein, ja, dahin die Energie zu lenken, weil diese, ohne dass wir uns gleich über die Hürde springen müssen von Monogamie zu Gruppenehe, ohne dass wir über diese Hürde springen müssten, können wir dennoch die Weichen stellen, dass sich irgendwann automatisch wieder die in den Genen verankerte und damit maximal glücklich machen könnende Lebensform übrig bleibt. Ob das dann die Gruppenehe ist oder ob es irgendwas anderes ist, das kann sich ja dann von selber zeigen. Also die Einführung der Gemeinwohlwirtschaft ist eigentlich die ideale Lösung, weil sie auch diese Offenheit beinhaltet natürlich, was am Ende das Rennen machen wird, von wegen maximales Glück, maximale Gesundheit, die Gruppenehe oder andere Lebensformen. Ne? Und da ist der entscheidende Punkt jetzt in der Argumentationskette der leider in den anderen zwei Teilen des Samstalks nicht richtig rauskommt, weswegen er hier jetzt in der Einführung nachgeholt wird. Ja? Ich versuche es jedenfalls, das jetzt nachzuholen. Dass die Logik folgende ist, ja, wir hatten ja die Evolutionsverläufe, wir haben vor 400.000 Jahren die Erfindung der Marktwirtschaft, wo ist es, rot, 100.000 Jahre, rot, ja, hier 400.000 Jahre, da ist die Erfindung der Marktwirtschaft, 300.000 sagt ein Professor. Und 300.000 gibt man auch an, so ungefähr die Entstehung des Homo sapiens. Und ein Professor sagt, genau da wurde wahrscheinlich auch der Ferntauschhandel erfunden. Und dann vor 140.000 Jahren sagt Professor Friedemann Schrenk, da wurde der Ferntauschhandel erfunden. Also auf jeden Fall haben wir hier schon alle Fehlentwicklungen sozusagen laufen. Und dann passiert ja Folgendes, dass also vor 400.000 Jahren, also 0,4 Millionen Jahren, das Gehirn noch weiter gewachsen ist, weil die Marktwirtschaft noch nicht so schädlich war, dass sie die für Menschen mit zwei Händen, 10 Fingern und 2 Füßen und 10 Fußzehen, die beweglich sind und mit Mund und Lippen, die beweglich sind und Zähnen, so viel werkeln können an der Welt herum, dass sie also ein immer größer werdendes Gehirn auch tatsächlich in immer mehr Ressourcengewinne umsetzen können. Also war es eigentlich für uns normal, dass unser Gehirn kontinuierlich noch größer wird. Wobei gar nicht klar ist, wann da jemals ein Ende gewesen wäre, wenn die Evolution normal weiter verlaufen wäre ohne die Erfindung der Marktwirtschaft. Ja? Denn wir müssen uns klar sein, die damals hier mit 400, 500 Gramm, also mit ungefähr einem Drittel dieser Gehirngröße und damit auch Kopfgröße, waren, die fanden einander ja auch sexuell attraktiv. Warum fanden sie einander sexuell attraktiv? Weil die Selektion immer auch eine Passung hergestellt hat zwischen dem, was wir sexuell attraktiv finden, nämlich kleine Köpfe mit kleinen Gehirnen, weil zur Zeit dann eben auch nur kleine Köpfe und kleine Gehirne existierten, ja?
Und so kommt es immer auch zu Passungsvorgängen durch Mutation und Selektion, zu Anpassungsvorgängen, ne? Und hier, als wir dann vor 40.000 Jahren, obwohl die Marktwirtschaft schon immer mehr Schädigung erzeugte, war aber die Tendenz, die Gehirnevolution umzudrehen, noch nicht so stark. Wir hatten immerhin hier vor 400.000 Jahren vielleicht schätzungsweise 1200 Milliliter, also 1,2 Liter Hubraum, Leistungsfähigkeit im Gehirn, stiegen noch an bis vor 40.000 Jahren auf 1,5 Liter Hubraum. Und das bedeutet, dass wir so vor 100.000 Jahren, also hier dazwischen, sagen wir mal so ungefähr vielleicht 1400 oder 1450 gehabt haben, also 1,4 Liter oder 1,45 Liter. Und damit deutlich mehr als heute, denn heute haben wir im Durchschnitt nur noch 1,35 Liter, weil eben die Diktatur der Spaten und die Spaten mit ihren vorteilbringenden Irrtümern riesige Energien freisetzen, sozusagen die Gehirnevolution umzudrehen und quasi Dummheit zu züchten, zum Beispiel die Sozialspaten züchten, sich möglichst viele Dumme heran, weil sie dann möglichst eben mehr Kundschaft haben und dann größere Karrieren machen können. Also das heißt, jetzt, wenn wir vor 100.000 Jahren größere Gehirne hatten als jetzt, dann war ja die Fähigkeit, die Möglichkeit, dass die Kraft des Geistes, ja, die ja die Geisteswissenschaftler beschwören bzw. postulieren, dass diese Kraft des Geistes hätte das Regiment übernehmen können, also hier das 1400, 1450, 1,4, 1,45 Liter Gehirn, hätte also über größere Geisteskräfte verfügt und hätte also eine größere Chance gehabt, letztendlich die Regie über das Leben übernehmen zu können. Und damit auch die Regie darüber, die Tendenzen zur Kindertötung und Rivalentötung bei Männern und Frauen und so weiter zu reduzieren bzw. zu beseitigen. Das hätte man dann an einem Merkmal erkennen können. Ja, 100.000 Jahre, das wäre genug Zeit gewesen für folgende Evolutionsverläufe. Und zwar, ja, und ich sage das nochmal, die Evolutionsbiologie ist die schwierigste Geschichte der Welt. Und deswegen ist es ja gerade so schlimm, dass wir so einen Gehirnschwund hinter uns haben und so einen Bildungsmangel hinter uns haben, dass die Leute das Wichtigste nicht verstehen können, nämlich ihr eigenes Leben. Also, wenn wir vor 100.000 Jahren also mit größeren Gehirnen als heute, mit einer größeren Geisteskraft, sozusagen eine Geisteskraft gesagt hätte, wir steuern jetzt unser Verhalten verantwortlich, Kraft des Geistes, und unterlassen einfach Kraft des Geistigen, die Kindertötung und die Rivalentötung. Und hören damit einfach auf, weil das nicht gut ist für das Ganze. Dann hätte diese Gruppe ja sozusagen sparsam werden können, weil die Frauen hätten sich nicht gegenseitig die Kinder getötet, die Männer hätten sich nicht gegenseitig umgebracht und so weiter. Und dann bräuchte es die früher ja ausgeweitete Sexualität, die ja schon vor langer Zeit ausgeweitet worden war. Die bräuchte es nicht. Also die Verschwendung Sexualität hätte es nicht gebraucht. Und jetzt kommt das alles entscheidende Argument, was in den anderen zwei Teilen ja leider noch fehlt. Deswegen wird das jetzt hier in der Einführung quasi an den Anfang gestellt, das fehlende Argument. Nämlich hier irgendwo in dieser Gruppe wird, wo die Geisteskraft so stark ist, wird es irgendwann eine Mutation geben, die die Lust an der Sexualität von ganzjährig und jeden Tag vielfach reduziert, kleiner macht. Zum Beispiel
was weiß ich, die Lust auf Sex auf ein halbes Jahr beschränkt und nicht mehr auf ganzjährig, ja? Und diese Mutation, egal wie wenig sie reduziert an der Sexualität, wäre sofort der Erfolgsrenner. Warum? Weil die Gruppe hier hätte zwar auch die Geisteskraftsteuerung, hätte aber weiterhin die Verschwendung von Energie und Zeit an zu viel unnötige Sexualität. Die hier hätte jetzt aber eine reduzierte Sexualität und damit mehr Zeit. Außerdem würden die Lustmöglichkeiten dann zum Beispiel auf die Arbeit übergehen. Das heißt, diese Leute hätten mehr Lust zu arbeiten und hätten auch mehr Zeit dafür. Und in dieser Gruppe hätten die Leute weniger Zeit, weil sie immer noch so viel mit Sex beschäftigt sind und dadurch weniger arbeiten können. Und dadurch wäre die Gesamtleistungsfähigkeit dieser Gruppe größer und sie würde diese Gruppe nach und nach auskonkurrieren. Diese könnten mehr Nachkommen produzieren, weil sie insgesamt durch mehr Arbeit an mehr Nahrung rankommen würden. Und diese wären die ganze Zeit mit Sex beschäftigt, aus dem gar keine Nachkommen resultieren. Und vor allem könnten sie diese Nachkommen gar nicht ernähren, weil sie viel zu wenig Zeit hätten zu arbeiten. Und dadurch würde sich nach und nach die Art verschieben, dass also das dominierende Modell wäre. Und wenn dann in diesem dominierenden Modell wieder eine Mutation auftaucht, die dann zum Beispiel die Sexualität auf eine Woche pro Jahr beschränkt, im Sinne einer Brunftzeit außerhalb der oder Paarungszeit außerhalb der keinerlei Bock auf Sex irgendwie besteht, dann und die Lustmöglichkeiten würden noch weiter auf die Arbeit rutschen, so dass diese Gruppierung unheimlich leistungsfähig in wirtschaftlicher, ressourcenbeschaffender Hinsicht wäre, könnte unheimlich viele Kinder mit diesen neuen Genen aussenden in die anderen Gruppen, viele Töchter, die dann mit ihren Genen dieses neuen Modells in die anderen Gruppen gehen, dort viele Kinder in die Welt setzen und so weiter. Und irgendwann wären überall diese Gene von hier, die wären dann überall sozusagen. Und die ganze Art hätte sich verändert. Und dafür hätten die letzten 100.000 Jahre ausgereift. Und dann dadurch hätten wir die Tatsache, dass die Geisteskraft überhaupt in der Lage ist, jemals, und damals war wie gesagt das Gehirn deutlich größer als heute, die Vorherrschaft zu übernehmen über die Steuerung der Lebewesen, dann hätte das bewiesen sein müssen, dass wir heute dadurch, dass wir heute sozusagen keinen Bock auf Sex hätten. Die größte Zeit des Jahres. Null Bock auf Sex. Ja? Ich würde eine Frau sehen. Und ich würde sie nicht als anziehend empfinden, sondern als so attraktiv wie ein Stein, den ich auch nicht als anziehend empfinde. Ja? Und genau das hat aber nicht stattgefunden. Und das ist dann der Rückschlussbeweis sozusagen, dass das auch bei dem größeren Gehirn mit der Dominanz der Geisteskraft nicht funktioniert hat. Denn sonst müssten wir alle frei von sexuellen Bedürfnissen sein und Wünschen sein. Und müssten alle, wenn die Frauen andere Frauen und andere Männer sehen, müssten die des größten Teil des Jahres so attraktiv empfinden wie ein Stein und so erotisch wie ein Stein. Ist aber nicht. Gesunde Frauen und Männer empfinden andere mögliche Partner ganzjährig bei uns und fast ganztägig als unheimlich reizvoll und anziehend. Also kann das nicht funktioniert haben mit dieser Geistessteuerung, weil sonst die teure Sexualität, die sinnlose Sexualität eingespart worden wäre und die Lustmöglichkeiten auf die Arbeitslust übergewechselt worden wären. Und das beweist also indirekt, dass also
sozusagen harmonisches Zusammenleben von Menschen leider daran gebunden ist, dass alle mit allen Sex haben sozusagen, damit sozusagen die Frauen, also hier zum Beispiel hier, wandern die jungen Mädchen ab und wandern zum Beispiel in diese Gruppe. Und damit diese Frauen jetzt die anderen Frauen nicht als Konkurrenz empfinden und vor allem auch dann die Kinder nicht als Konkurrenz empfinden, wurde die Liebe ausgeweitet, die haben Sex miteinander, diese Orgasmen verbinden sich mit dieser Frau und diese Liebesgefühle verbinden sich auch mit den Kindern der geliebten Frau und deswegen entwickeln dann diese Frauen keine Tendenz, die Kinder der anderen Frauen zu töten. Sie entwickeln generell keine rivalisierende Haltung, sondern eine liebevolle Grundhaltung. Und dafür war dieser Trick hatte funktioniert, quasi die Sexualität zweckzuentfremden, wie es auch heißt, und sie dafür zu verwenden, dass die Frauen sich so lieben, dass die Kindertötung und die Rivalität zwischen den Frauen, die Stutenbissigkeit aufhört. Und das war wohl das ressourcensparendere Modell verglichen mit dem, die Kindertötung weiterhin zuzulassen. Ja? Und wenn dann die Frauen auch noch mit allen Männern Sex haben danach sozusagen, dann weiß kein Mann mehr, wer der Vater welches Kindes ist, weil ja in diesem Modell sozusagen ja die Männer immer als Muttersöhnchen bei ihren Müttern bleiben. Dadurch sind alle Männer der Gruppe hochgradig miteinander verwandt. Deswegen brauchte sozusagen dann bei den Männern nur eine potenzielle Bisexualität zu entstehen, die nur selten wirklich zum Vorschein kommt. Ab und zu beobachten wir bei Bonobos kleine homoerotische Handlungen bei den Männern, aber immer homosexuelle Handlungen bei den Frauen, also bisexuelles Handeln, weil die Männer sind so hochgradig miteinander verwandt, dass also das Potenzial, das vielleicht geeignet ist in Situationen, wo dann plötzlich mal durch irgendeine grundlegende Veränderung fremde Männer auch in einer Gemeinschaft sich zusammenrotten müssen, die müssen dann vielleicht auch Homosexualität praktizieren miteinander, damit auch sie in Liebesgefühle kommen als Männer, also die Männer zeichne ich ja immer hier drin, die Männer auch in Liebesgefühle kommen, damit sie mit dem Rivalenkampf aufhören und mit der wechselseitigen Kindertötungsversuchen aufhören, weil am Anfang kann es ja noch sein, dass die Männer, da sie genetisch unterschiedlich sind, man auch noch die Männer erkennen können, oh, dieses Kind sieht mir verdammt ähnlich, das ist wohl mein eigenes Kind und dieses andere sieht eher dem anderen ähnlich. Und dann wäre das Potenzial, dass die Männer umschwenken können auf eine vollständige Bisexualität bei fremden Männern, ja, während es ja auch bei den verwandten Männern ja auch so etwas wie die Inzesthemmung gegenüber sexuellen Handlungen gibt, sozusagen. Ja, von daher ist es so, dass sozusagen, wenn dann wieder der Idealzustand hergestellt ist, nämlich dass alle Männer wieder ganz eng miteinander verwandt sind in der Gemeinschaft nach einiger Zeit, dass dann quasi das Potenzial der männlichen Bisexualität wieder übergeht in eine überwiegende Heterosexualität bei nur dezenten bisexuellen Anteilen, wie wir das heute bei den Bonobos ja auch so beobachten können. Und dass das eben die einzige Möglichkeit war, jetzt, wenn niemand weiß, wer der Vater welches Kindes ist, dann müssen sich die Männer allen Kindern gegenüber väterlich verhalten. Und das ist dann eine stabile, friedliche Liebeseinheit sozusagen, die Gruppenehe.
Und also die urmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker-kommunistische, polyamore, weiblich-bisexuelle und männlich-potenziell bisexuelle Gruppenehe. Ja, und das ist das Modell, wie das sparsamer war als das Modell, das frühere Löwen- und Gorilla-artige Modell mit den vielen Rivalentötungen und Kindertötungen. Ja? Und nochmal der Rückschluss, hätte es sogar bei der größeren Gehirngröße vor 100.000 Jahren, wäre es da gelungen, dass die Geisteskraft, dass die Kindertötung und die Rivalentötung und anderes schlechtes Tun zuverlässig unterbindet, wäre das möglich gewesen, dann würden wir das heute daran erkennen, dass wir diese Lust auf so viel Sex vollständig verloren hätten, weil die Genetik, weil die Mutation und Selektionsvorgänge darauf hinauslaufen wären, die Lusterlebnisse an die Arbeit zu koppeln und sie wegzunehmen von der Sexualität. Das heißt, die Sexualität wäre uninteressant, lustlos und reizlos geworden, die größten Teil des Jahres. Und nur vielleicht eine Woche des Jahres wäre dann Paarungszeit oder so. Na, das wäre ein denkbares Modell. Und das ist so, nach dem Motto Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war, ist das der Beweis dafür, aus Sicht der Biologie, dass es sein könnte, dass die Kommune-Projekte von Diplom-Theologe Jürgen Wagner gar nicht funktionieren können, weil sein Grundpostulat oder seine Grundannahme, dass die Geisteskraft das schlechte Verhalten der Menschen unterbinden könnte, weil das einfach nicht stimmt aus biologischer Sicht. Hat jedenfalls auch dann nicht funktioniert, als die Gehirne deutlich größer waren als heute. Und warum soll es jetzt, wo die Gehirne deutlich kleiner sind als damals vor 100.000 Jahren, warum soll es jetzt ausgerechnet funktionieren, was damals nicht funktionieren konnte? Ja? Und das ist der Punkt, dass das jetzt eigentlich meine Argumentation wäre, zu sagen, Leute, probiert es durchaus auch mal mit der Gruppenehe, weil da sprechen viele gute Argumente dafür. Jetzt könnte der Diplom-Theologe Jürgen Wagner widersprechen und könnte wieder sagen, ja, aber auch damals vor 100.000 Jahren, da waren zwar vielleicht die Gehirne größer, aber da fehlte dann wieder irgendwas anderes und so weiter, ja. Vielleicht eine Anhäufung von Wissen fehlte oder was auch immer. Aber das sind dann alles aus biologischer Sicht wieder natürlich Behauptungen, die aber erst einmal dann experimentell nachgewiesen werden müssten. Ja, und jetzt bedeutet das aber meine Argumentation, die biologische Argumentation, naturwissenschaftliche Argumentation bedeutet, dass Leute sich auch interessieren sollten dafür, mindestens auch für das Experiment Gruppenehe und sich deswegen dann bei uns melden sollten, bei der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd. Und dort sich bewerben sollten für den experimentellen Teil Gruppenehe, an dem ich ja auch besonders interessiert wäre. Oder sie sagen, nein, wir vergessen erstmal alle Experimente von wegen Gemeinschaften und Kommune, weil das einfach so schwierig ist in der Marktwirtschaft, quasi die das Monogamie-Gebot als oberstes Gebot beinhaltet, plötzlich Gruppenehe zu experimentieren, dass da ist die Gehirnwäsche-Propaganda, die Werbung, die Manipulation, die vorteilbringenden Irrtümer dagegen sind zu stark, das schaffen wir nicht, wir schaffen es nicht, uns da dem Sog der Marktwirtschaft zu entziehen. Also stecken wir alle Energie in die Gemeinwohlwirtschaft und die wird auf jeden Fall
zur idealen, glücklichen Lebensweise führen, weil nämlich alle Beteiligten nur noch dann Geld verdienen, wenn sie unser Glück, unsere Gesundheit, unser Wohlfühlen, unsere Langlebigkeit und unseren Wohlstand maximieren. Und nur noch dafür kriegen die Firmen Geld und nicht mehr für Profite auf Kosten der Menschen. Ja, also das heißt, hören Sie jetzt auch die anderen zwei Teile des Samstalks, die auch an einem Tag jetzt nacheinander veröffentlicht werden. Hören Sie alle drei Teile immer mehr im Hinblick darauf, dass ich damit sage, die besten Argumente würden eigentlich dafür sprechen, alle anderen Aktivitäten einzustellen und sich hundertprozentig mit aller Lebensaktivität auf die Partei des Gemeinwohls zu konzentrieren. Ja. Hier, wo ist es? Ja, hier, die kompetente.beepworld, die Internetadresse, können Sie direkt hier aufrufen. Und dass das eigentlich der sinnvollste Einsatz aller Lebensenergie, aller gutwilligen Menschen ist. Und wer das partout nicht will, weil er sagt, in der Marktwirtschaft, in dieser Diktatur der Marktwirtschaft haben wir mit einer Partei gar keine Chance, weil die Marktwirtschaft ein Hochkommen einer guten Partei niemals zulassen würde, obwohl wir so viele Sicherheitsmechanismen in der Partei eingebaut haben gegen Korrumpierbarkeit der Partei. Aber gut, wenn jemand sagt, nein, an Partei glaube ich nicht, dann müsste er aber wenigstens sagen, ja, dann machen wir sozusagen mit bei der superglücklichen Kommune und besonders interessieren wir uns dabei für das Unterexperiment Gruppenehe, weil das aus naturwissenschaftlicher Sicht die überzeugendsten Argumente hat, dass das der Weg zu einem rundum glücklichen Leben sein kann. Und dann kann es ja sein, dass es uns auch gelingt, die Milliardäre einzuladen. Sie erinnern sich, ich hatte ja einen offenen Brief gesprochen an die Milliardäre, eine Einladung an die Gruppenehe, wie sie dort total glücklich werden können. Und wenn der erste Milliardär in so einer Gruppenehe sich als total viel glücklicher als vorher erlebt und das überall in der Welt kommuniziert, dann wird es einen Massenanstrom an die Gruppenehen geben und dann wird das die ganze Welt transformieren, auch ohne Partei oder so. Ja, so könnte man ja auch argumentieren und denken. Also, und jetzt hören Sie die anderen zwei Teile des Samstalks auch mit diesem Hintergrund, dass ich sage, die besten Argumente sprechen für alle Kraft in die Partei des Gemeinwohls. Und wenn man partout eine Aversion gegen Partei hat, dann alle Kraft in die Gemeinwohlgemeinschaften, besonders in die Unterabteilung Gruppenehe, in die Unterexperimentalabteilung also nicht Sex, sondern das ist ja aus meiner Sicht ein gescheitertes Projekt, sondern der FEC, also der Forum für experimentelle Gemeinschafts- und Gesellschaftsgestaltung. Und da sollten Sie fragen nach dem Unterexperiment Gruppenehe. Ja, und jetzt hören Sie bitte die anderen zwei Teile des Samstalks mit diesem Hintergrund, den jetzt dieser erste Teil des Samstalks Ihnen gegeben hat, bitte entsprechend aufmerksam an und gucken Sie, ob da noch wichtige Argumente nochmal wiederholt werden, die Sie dann überzeugen, dass Sie meiner Argumentation eventuell folgen. Das ist ja der Sinn der freien Argumentekultur, dass manche Argumente hoffentlich dann mehr überzeugen als andere. Tschüssi und viel Spaß mit den anderen zwei Teilen des Samstalks, die jetzt in Kürze auch gleich erscheinen werden. Tschüssi.